Ich hole jetzt mal ganz weit aus und stelle eine ganz steile These in den Raum, nämlich, es gibt etwas, was alle Coaches der Welt falsch machen. Na gut, vielleicht nicht alle. Sicherlich nicht die, die Einzelcoachings anbieten und wirklich auf die Bedürfnisse ihrer Klienten eingehen. Aber ich meine jetzt diese Motivations- und andere Coaches, die auf der Bühne stehen oder auch mit YouTube ein Gesamtpublikum ansprechen und unglaublich tolle und mitreißende Vorträge halten. Deswegen habe ich einen solchen Coach hier mal als Löwe dargestellt. Und das hat einen tieferen Sinn, den erkläre ich euch auch gleich. Und das machen alle Coaches auf dieser Welt falsch. Sie wissen nicht, wer du wirklich bist. Sie sind überzeugend und großartig, aber sie holen dich nicht wirklich ab. Stellt euch einen mitreißenden Coach vor, der auf der Bühne steht und einen total tollen Vortrag über seine Methoden hält. Die Basic Line ist immer, werde so wie ich. Damit löst du alle deine Probleme, dann bist du erfolgreich. Ich bringe dir bei, so zu sein wie ich. Ich bringe dir bei, das so zu machen, wie ich es gemacht habe. Dann läuft's. Und da liegt der Fehler. Und das ist etwas, was ich als Astrologin weiß, denn ich habe mehr als 1000 Horoskope gesehen. Jeder Mensch ist anders. Jeder hat andere Stärken und jeder hat andere Schwächen. Jede muss das auf ihre eigene Art angehen. Nicht jede ist wie dieser Löwe, der sich wohl damit fühlt, auf der Bühne zu stehen. Vielleicht bist du ein sensibler Fisch und hast einen gefühlvollen Krebsaszendenten und dazu noch einen vorsichtigen Jungfraumond. Dann träumst du vielleicht, wie cool wäre das, so auf der Bühne zu stehen. Aber das bist du nicht. Du bist vielleicht eine Künstlerin oder eine Heilerin. Oder vielleicht möchtest du auch einfach nur einen ganz normalen Job machen, aber dich in deiner Freizeit deinen Haustieren widmen oder für das Tierwohl einsetzen. Es passt nicht zu jedem, sich wie ein Löwe auf die Bühne zu stellen und tausende Leute mitzureißen. Und es passt auch nicht zu jedem, Heilpraktiker zu sein oder spirituelle Beraterin. Jede Person hat ihre eigene Art, auf die Welt zuzugehen. Es gibt 12 verschiedene Aszendenten und dann gibt es 12 Möglichkeiten, wie der Planet, der den Aszendenten steuert, im Horoskop aufgestellt ist. Das sind 12 mal 12 verschiedene Energiesets, wie man auf die Welt zugeht. Und dann gibt es nochmal 12 verschiedene Möglichkeiten, wie dein Mond stehen kann, dein Gefühl, dein inneres Kind. Und 12 Möglichkeiten, in welchem Haus dieser Mond steht. Und noch mehr Möglichkeiten, welche Aspekte er empfängt. Von Venus, Mars und allen anderen ganz zu schweigen. Und so potenzieren sich die Möglichkeiten, wie du einzigartig bist. Und niemand, der sich vorne auf eine Bühne stellt und sagt, werdet so wie ich, kann wissen, wer du wirklich bist. Und da fängt die Arbeit an. Da kann die Astrologie dich abholen, denn sie weiß, wer du wirklich bist. Und sie zeigt dir, wie deine inneren kosmischen Kräfte wirken und wie du sie optimal nutzen kannst. Da ist die Astrologie ehrlich, da ist sie authentisch, jedenfalls wenn man sie ehrlich und authentisch betreibt. Die Astrologie kennt dein ganzes Horoskop und deine ganze Einzigartigkeit. Sie kennt den gesamten facettenreichen Diamanten, der du bist. Und meine Aufgabe ist es, dir das aufzuzeigen, dir deinen Weg zu deinem inneren Diamanten zu zeigen. Deinen Schatz zu erkennen, einen Schatz, der vielleicht verborgen ist in den Schatten von Ängsten, Glaubenssätzen und alten Verletzungen. Oder auch ein Schatz, der überstrahlt wird von zu viel Licht der Selbstüberschätzung oder zu hohen Erwartungen. Es geht darum, deinen eigenen Schatz zu finden und der unterscheidet sich von dem aller anderen Menschen. Es gibt noch einen Grund, weshalb das so wichtig ist, dass wir uns als Community zusammenschließen und das hat mit Pluto im Wassermann zu tun. Ihr wisst ja, ich habe viel darüber gesprochen, dass das der große Transit ist, der das Zeitgeschehen jetzt bestimmt. Pluto im Wassermann. Und das Zeichen Wassermann ist das Zeichen der Communities. Ich zeige euch das hier mal an einem Horoskopschema. Hier haben wir also den Wassermann, der gehört zum 11. Haus, da steht Pluto und das ist das Haus der Freundschaft, das Haus der Communities. Und genau gegenüber liegt der Löwe, das ist das Zeichen des Ichs, also des einzelnen Individuums. Der Löwe gehört zum 5. Haus, wo es um den schöpferischen Selbstausdruck geht. Und die Entwicklungsrichtung ist vom Ich, vom Löwen hin zum Wassermann, wo wir uns zu einer Gemeinschaft zusammenfinden. Der Wassermann symbolisiert den freiwilligen Zusammenschluss von Individuen, die beschlossen haben, sich zusammenzutun, sich auszutauschen, die auf einer Wellenlänge liegen. Und die Ablösung ist jetzt, um bei dem Bild zu bleiben, von dem Bild von vorhin, die Ablösung vom Coach. Also von dem Coach, der frontal auf der Bühne steht
und mit seiner breiten Brust sagt, guckt, wie toll ich bin und ihr braucht es alle nur so zu machen wie ich. Und gegenüber im Wassermann haben wir die Gruppe von Leuten, die aber auch alle Individuen sind und die verstanden haben, dass es nichts bringt, wenn sie alle so versuchen, so zu sein wie der eine Löwe, der gegenübersteht. Wir lösen uns von der Idee, dass ein Einzelner einer ganzen Gruppe erzählen kann, wo es lang geht. Und das ist das Prinzip Pluto im Wassermann, die Macht der Gruppe, aber der Gruppe aus Individuen, die eben nicht gleichgeschaltet werden, die eben nicht erzählt kriegen, dass alle nur dasselbe machen müssen, sondern die authentisch und ehrlich abgeholt werden, die authentisch und ehrlich darüber informiert werden, dass jeder anders ist und dass es vielleicht für den einen gar nicht der Weg ist, auch Coach zu werden, sondern vielleicht für jemand anderen ein ganz anderer Weg vorbestimmt ist. Und dass es vielleicht auch jemanden gibt, der besser mit seiner Hände Arbeit glücklich werden kann, indem er im Garten rumwühlt oder indem er Holz zimmert oder Massagen gibt. Es muss nicht jeder Mensch so werden wie der eine Coach auf der Bühne. Klar, wir brauchen diese Löwetypen, die uns motivieren und mitreißen. Aber trotzdem muss jeder von uns seinen eigenen Weg finden und seinen eigenen Weg gehen. Und die Astrologie holt jeden ab. Die holt alle ab. Aber was ich halt in der Community erreichen möchte, und das ist jetzt auch der Spirit der neuen Zeit, ist, dass ihr anfangt, miteinander in Kontakt zu gehen und euch über die ganz konkreten, anstehenden Erfahrungen mit den zurzeit wirkenden kosmischen Kräften auszutauschen und euch eben auch Tipps zu geben und euch gegenseitig weiterzuhelfen und euch vielleicht sogar auch gegenseitig eure Dienste anzubieten. Also vielleicht gibt es ja jemand, der sagt, hey, ich bin spezialisiert auf bestimmte Techniken, die zur Zentrierung und zur Ruhe führen. Ich kann dir das zeigen. Oder ich habe hier eine Meditation für dich. Oder ihr könnt euch dann auch vernetzen. Vielleicht ist auch eine Person dabei, die heilende Techniken kennt und helfen kann. Das möchte ich ausdrücklich fördern. Das ist mir wichtig. Und wer weiß, vielleicht lernen sich hier sogar zwei Personen kennen und lieben, die sich in der Community treffen. Also es geht nicht darum, dass ich hier der Guru sein will und das alles nur auf euch herabregnen soll, sondern es geht darum, dass wir hier gemeinsam eine Community im Sinne der neuen Zeit, des Wassermann-Zeitalters, erschaffen. Von freien Individuen, die verstehen, was im Kosmos vor sich geht und sich auf dieser Basis auch untereinander und gegenseitig Mehrwert geben. Das ist einer der Megatrends der Luftepoche und wir haben jetzt die Chance, ganz vorne mit dabei zu sein. Also wenn ihr euch traut und wenn es euch das wert ist, dann bucht euer Ticket in die Community und seid mit dabei, wenn wir etwas ganz Neues schaffen, was es so noch nie gegeben hat. Ich wage es, mich aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, dass es ein solches Angebot noch nie von einer Astrologin oder einem Astrologen gegeben hat. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, aber meines Wissens gibt es keine Community, bei der die Geburtshoroskope aller Mitglieder berücksichtigt werden. Das ist jetzt eine einmalige Chance, auch auf der Basis der neuen Technologien, die es erst seit kurzem gibt, sich auf diese Weise auszutauschen. Für mich ist es jetzt ein Herzensprojekt. Seid ihr dabei? Das müsst ihr jetzt nicht sofort entscheiden. Aber es wäre schlau, wenn ihr euch bis zum 16. Juni entscheiden würdet, weil ihr dann das tolle Einführungsangebot noch mitnehmen könntet und in die Lotterie kommt, um eine persönliche Beratung bei mir zu gewinnen. Und einfach, um von Anfang an dabei zu sein und alles mitzugestalten, was sich hier in Zukunft entwickeln kann. Denn wer mich kennt, weiß, dass ich immer offen für Ideen und Vorschläge bin. Und dass ich fest daran glaube, dass die Dinge im Flow sind und sich während eines Prozesses immer weiterentwickeln. Und nicht zuletzt, weil ich Jupiter, Merkur und Saturn im Wassermann habe. Deswegen würde ich schon sagen, dass ich auch ein guter Guide ins Wassermann-Zeitalter sein kann.